Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich für euch eine richtig, richtig gute Trading-Methode am Start. Darüber hinaus möchte ich euch noch zeigen, wie ihr im Moment aus eurem Verein gut Coins rausschöpfen könnt und dann gibt es auch noch ein paar Packs. Also ich habe da noch meine Squad Battle Rewards und dann auch noch die Packs aus der Icon Edition. Also es ist so ein kleines Mixmash-Video, aber hauptsächlich geht es eben heute um Trading. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gibt es gerade neue Squad-Building-Challenges im Bereich der Ligen. Und zwar einmal hier die Saudi-Arabische Liga und dann noch einmal die Ligue 1. Und es geht heute eigentlich hauptsächlich um die Ligue 1, also um die französische Liga. Denn da sind einfach SBCs dabei, wo die Spieler extrem teuer geworden sind. Und da kann man jetzt natürlich easy Coins rausschöpfen. Also zum einen geht es darum, dass ihr die Spieler easy snipen könnt. Und zum anderen geht es darum, dass ihr in eurem Verein da unbedingt das Ganze ausmisten müsst, falls ihr die SBCs sowieso nicht machen wollt. Denn sonst habt ihr wirklich einige Coins, die ihr eigentlich auf eurem Konto haben könntet, einfach nur in eurem Verein rumgammeln und wisst nicht mal wirklich was davon. Deswegen würde ich euch raten, auch dann nachher noch in den Verein zu gehen, aber dazu kommen wir später noch. Wir beginnen jetzt erstmal mit dem Trading und zwar suchen wir natürlich nach Silberspielern oder was heißt natürlich, wir suchen nach Silberspielern, dann Verteidiger, dann Ligue 1 und dann möchte ich euch einfach mal zeigen, was diese Karten im Moment wert sind und dann sehen wir auch schon, yo, für 500 Münzen bekommst du keine einzige Silberkarte aus der Ligue 1, die ersten Silberkarten beginnen bei 550 Münzen, ja und jetzt liegt denke ich schon auf der Hand, was ich jetzt mache bzw. was ihr machen solltet und zwar kann man die dann halt easy für, ja, so circa unter 400 Münzen snipen. Das heißt, ein Gewinn, ja, von 100 Münzen ist da schon 100% fixiert, wenn ihr einen Spieler habt. Das heißt, wenn ihr wen findet, dann braucht ihr nicht mehr nachdenken, sondern einfach direkt snipen. Und ja, wie man schnell snipt, das müsst ihr ein bisschen üben. Denn wenn euer Internet auch nicht das Beste ist und so, dann könnte da natürlich einige Zeit verloren gehen. Also probiert einfach mal oder übt das Ganze einfach mal, denn dadurch könnt ihr die Spieler noch viel, viel schneller bekommen und dann macht ihr natürlich auch wesentlich mehr Coins. Und hier haben wir schon mal einen mega guten Deal eingefahren. Den haben wir halt auch wirklich für 200 Münzen bekommen. Können wir für 1000 Münzen verkaufen. Am Ende möchte ich euch natürlich dann auch zeigen, dass sich die Spieler wirklich gut verkauft haben. Natürlich, ich habe die jetzt auch nur so 10 Minuten oder so angeboten. Danach habe ich die Aufnahme direkt gemacht von, wo ihr dann eben seht, dass ich sie verkauft habe. Also sie waren jetzt nicht wirklich lange drin und es sind dennoch einige Karten weggegangen. Und ein Deal ist absolut genial, aber ja, wenn der dann kommt, dann ja, also bleibt auf jeden Fall einfach dran. Das ist einfach nur der krasseste Deal, den ich seit langem gemacht habe. Also das ist einfach nur krass. Ich habe die Coins mit diesem einen Spieler dann einfach ver-50-facht. Das ist echt nicht mehr normal. Das ist richtig krank. Und ja, hier dann die nächste Karte für 350 Münzen bekommen. Für 600 Münzen reinstellen. Das ist ein Rohgewinn von 250 Münzen. EA-Gebühren muss man noch abziehen. Das liegt bei 30 Münzen. Das heißt, das wären bei dem Spieler 220 Münzen gewesen. Und da geht es hier weiter. Man bekommt dann natürlich auf Dauer immer wieder ähnliche Spieler, beziehungsweise dann eigentlich auch dieselben Spieler. Aber es kann eben sein, dass dann so richtige Rohdiamanten drin sind, wo du einfach dir so denkst, yo, der ist jetzt wahrscheinlich auch nur so 700, 800 Münzen wert und auf einmal kostet der irgendwie 10.000 Münzen. Das ist jetzt schon ein kleiner Spoiler gewesen auf das, was jetzt dann eben gleich kommt. Denn diese eine Karte, die ich da bekommen habe, das ist einfach so krank gewesen. Und ja, hier machen wir auch 400 Münzen Gewinn. Ist auf jeden Fall ganz ordentlich. Was auch wichtig ist, Leute, beim Snipen, ihr müsst die Snipe-Einstellungen unbedingt andauernd ändern, denn sonst kann es sein, dass ihr vom Transfermarkt gebannt werdet und dieser Bann kann dann wirklich bis zu 24 Stunden andauern. Deswegen unbedingt immer die Bedingungen ändern, einfach mal 150 Startpreis machen oder den Millionenbereich einfach ändern. Also wirklich da unbedingt viel ändern, denn sonst kann es eben wie gesagt sein, dass ihr vom Transfermarkt gesperrt werdet und ich denke mal, das will keiner von euch. Und ja, wir bekommen hier auf jeden Fall ja viele weitere Karten und ich möchte euch auch gerne noch sagen, Leute, checkt gerne noch Instagram ab, FIFA Allstars Underline David heiße ich, falls euch das interessiert, falls ihr auf Instagram aktiv seid und so, dann könnt ihr mich ja gerne dort abchecken. Also mich würde es auf jeden Fall freuen, wir stehen dort glaube ich schon wirklich kurz vor den 1000 Abonnenten oder Followern, ich weiß gar nicht, ich glaube Abonnenten heißt es auf Instagram und ja, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da einfach mal kurz reinschauen könntet und ja, wir snipen hier weiter und ich sage nur eins, nach diesem Spieler kommt der absolut krasseste Deal, den ich seit langem gemacht habe. Und ja, hier haben wir eben den dann noch bekommen für 300 Münzen, können wir auch so für 800 Münzen reinstellen. Ihr könnt diese Karten auch wirklich überteuert reinstellen, die würden sich auch verkaufen. Und das ist noch nicht der krasseste Deal. Das war leider jetzt eine Fehlaussage von mir, denn der kommt jetzt aber gleich. Also ich sehe schon, dass er gleich kommt. Ich dachte, dass der das jetzt schon ist, aber der ist auch nicht schlecht gewesen. Muss man auch echt sagen, der war auch einige Coins wert, der war weit über 2000 Münzen wert. Den habe ich halt einfach wirklich unter 400 Coins bekommen, Leute. Ich würde euch echt raten, das Ganze zu machen. Ihr könnt das auch zu jeder Tageszeit machen. Am besten funktioniert es aber eigentlich dann, wenn viele Leute FIFA spielen, da dann einfach mehr angeboten werden, mehr Spieler.
also so rund um 19 Uhr. Und den können wir halt echt für 2800 Münzen verkaufen. Also ist doch schon ein ordentlicher Brocken. Und dann haben wir hier die nächste Karte, auch ein schöner Gewinn. Und ich habe mich, glaube ich, vorhin komplett verplappert. Der Spieler, um den es geht, beziehungsweise der halt wirklich der krasseste Deal von diesen allen war, der dauert noch ein bisschen. Der dauert noch ein bisschen, die Spannung steigt, ja. Währenddessen snipen wir hier noch ein paar Spieler, also wirklich Ligue 1, Verteidiger, Silber und der ganze Hase läuft. Und den zum Beispiel, den haben wir echt oft gesniped, oder den hier, den habe ich auch ein paar Mal, glaube ich, jetzt drin gehabt. Die sind halt nicht ganz so viel wert, ja, aber... Ich sage euch eins, Leute, wer den Coin nicht ehrt, ist die Million nicht wert. Ja, jetzt kommen die weißen Sprüche raus aus mir. Nee, aber es ist echt so. Also wer da jetzt irgendwie die 100 Münzen nicht mitnimmt, der braucht auch nicht hoffen, dass er irgendwie 1000 Münzen mit einem Spieler macht. Denn ihr müsst da schon wirklich schauen, dass ihr da wirklich alles mitnimmt, was ihr bekommt und nicht zu, ja, zu geldgierig werdet, sage ich jetzt mal. Denn ja, auch Kleinvieh macht Mist, sagt man doch so schön, und... Deswegen so ein paar 200er sind dann im Endeffekt auch viel. Also 5x 200 hast du schon wieder 1000 Münzen. Also es geht dann schon auch auf Dauer ziemlich gut bergauf. Und ich denke, jetzt müsste dann der Deal kommen. Wir snipen das Ganze. Und da ist er jetzt für 200 Münzen. Ein Innenverteidiger von Lost Lille. Oder spricht man die so aus? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall, ja, unfassbar. Ich sehe so, what the fuck, der ist extinct. Denkt mir so, okay, der Markt spinnt vielleicht gerade. Ich suche wirklich ein paar Mal. Und der ist einfach wirklich nicht aufzufinden. Der Typ ist einfach fucking extinct gewesen. Ich habe ihn für 200 Münzen bekommen, Leute. Unfassbar krass. Ich schaue nochmal nach, weil ich mir nicht sicher war. Und den stellen wir dann rein für 10.000 Münzen. Und ich kann euch sagen, der hat sich wirklich direkt instant verkauft. Das ist unfassbar, was wir dadurch an Coins gemacht haben. Ihr habt es links oben gesehen. In dem Moment hat er sich auch verkauft am Kontostand. Konnte man es direkt erkennen. Also wirklich einfach nur krank. Und Leute, ich werde demnächst auch wahrscheinlich ein Silberpack-Experiment machen. Ob sich Silberpacks lohnen. Falls ihr das sehen wollt, dann ja, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann haben wir hier den letzten Spieler von den Spielern, die wir eben gesniped haben. Den stellen wir nochmal rein für 600 Münzen. Und ja, das waren jetzt auf jeden Fall fürs Erste. Mal die Snipes. Ja, und wir gehen jetzt eben hier rein wieder in FIFA und wir sehen 18 Verkäufe, und da sind natürlich, ja, fast alle oder sogar, glaube ich, wirklich alle, ja, von den Spielern, die wir eben gesniped haben. Es ist wirklich easy gewesen, die haben wir sehr schnell verkauft, also eine Stunde hat das Ganze hier gedauert, den für 700, ihr müsst halt überlegen, wir haben alle für unter 400 Münzen bekommen, dann den 700, da 2800, der ist schnell weggegangen, der hier einfach 10.000 Münzen, Leute, was ist das für ein kranker Gewinn, also wirklich unfassbar. Einfach durch einen einzigen Spieler. Das ist so unreal einfach nur. Und ja, dann hier viele für 600. Aber wie gesagt, alle für unter 400 bekommen. Der für 1000 ist auch weggegangen. Also wir haben da schon ordentlich Coins gemacht. Deswegen rate ich euch, Leute, snipe bitte diese Spiele. Ihr könnt da easy Coins rausschöpfen. Ja, und was ich eben vorhin noch angesprochen habe, ihr müsst diese Spieler nicht nur snipen, sondern ihr solltet vielleicht auch mal in euren Verein gehen und dort schauen, ob ihr Spieler aus der Ligue 1 habt. Vor allem dann eben die Silberspieler. Die sind dann im Verhältnis meistens dann doch viel Mehrwert, und ihr seht hier, ich habe da doch einige Karten am Start. Ja, wir gehen jetzt einfach mal die Karten durch und hoffen, dass da vielleicht der ein oder andere was wert ist. Der hier ist schon mal, ja, 700, 800 Münzen wert, würde ich jetzt mal schätzen. Dann schauen wir nach, ob der rechte Mittelfeldspieler hier was wert ist. Im Normalfall sind Innenverteidiger und Außenverteidiger, hoppala, das war nicht gewollt. Ich denke aber, dass der was wert war. Innen- und Außenverteidiger sind im Normalfall dann doch im Verhältnis noch viel, viel mehr wert. Der hier ist auch, Alter, der ist auch mal easy so ein Tausender wert. So ein Tausender ist der schon wert. Und deswegen, ja, Leute, das ist einfach nur easy, wie ihr da Coins rausschöpfen könnt. Und ja, dann könnte man hier natürlich alles noch schnell durchschauen. ZDM wirkt ganz interessant. Ja, also, falls ihr Spieler von der Ligue 1 drinnen habt, dann schaut mal unter Silberbereich rein und verkauft dann eure Karten. Ja, die haben wir alle schon angeboten. Da wissen wir, dass sie nicht so krank viel wert waren. Der hier ist vielleicht nochmal ein bisschen was wert. Ja, auch nochmal 1000 Münzen, also das ist schon echt cool, was man da rausschöpfen kann. Ihr macht ja eigentlich nichts mit diesen Spielern, die gammeln ja eigentlich nur in eurem Verein herum. Und wenn ihr die jetzt eben verkauft, dann, ja, macht ihr einfach so leicht Coins. Das ist wirklich so geschenkt einfach nur. Also wie wenn ihr euch da einfach mal so, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Coins hinhält und ihr müsst die einfach nur noch abholen. Und ja, die kann ich dann auch noch reinstellen, mache ich jetzt aber mal nicht, weil die nicht ganz so viel wert waren. So, im Bronzebereich schauen wir sicherheitshalber auch nochmal rein. Okay, da habe ich nicht wirklich viel, und im Goldbereich... Ja, der ist nicht wirklich viel wert, habe ich vorher nachgeschaut, aber das ist ein Spieler, der könnte vielleicht nochmal, ja, so 800 Münzen kann man mitnehmen, ein bisschen überteuert reinstellen.
kann man auf jeden Fall auch immer machen. Also falls sich Spieler sowieso irgendwie für 800 Münzen verkaufen, stellt ihr einfach mal für 1000 Münzen rein. Da verkaufen sie sich immer noch. Ist so ein kleiner Tipp von mir. Immer wenn ihr etwas verkauft, verkauft es ein bisschen überteuert, denn da könnt ihr dann immer noch so 10-20% extra rausholen. Also das war jetzt dann sicher auch schon der Training-Tipp. Also wirklich League-Spieler einfach mal snipen. Am besten die Silberspieler und dann am besten natürlich die Verteidiger. Ging bei mir halt richtig gut ab. Jetzt haben wir schon 20 Karten verkauft, wie ihr sehen könnt. Und dann natürlich in eurem Verein nachschauen, ob ihr solche Karten habt. Das Ganze geht natürlich auch mit der Saudi-Arabischen Liga. Dort sind die ganzen SBCs aber nicht so teuer. Das heißt, eure Spieler werden auch nicht wirklich teuer sein. Also das Ganze geht mit der League dann ja schon deutlich besser. Und auch allgemein solltet ihr bei den anderen Ligen mal reinschauen, ob ihr da irgendwas in eurem Verein drinnen habt. Genauso wie bei aktuellen Top-Partien. Denn die Karten sind teilweise so viel wert und man denkt, jo, die sind nichts wert, weil es irgendwelche Silberspieler sind. Aber man braucht die halt für die SBCs und dadurch werden die so verdammt teuer. Und das müsst ihr einfach wirklich beachten. Da solltet ihr wirklich alle paar Tage mal unbedingt reinschauen, was sind für neue SBCs da, dies, das, Ananas. Und dann, ja, einfach die Karten verkaufen, ne? Okay, das war's jetzt wie gesagt mit dem Trading-Teil und jetzt kommen wir nochmal ja, zu den Packs. Also ich habe irgendwie Squad Battles Gold 2 geschafft, das ist jetzt nicht sonderlich krass, das weiß ich selbst auch, aber ich habe auch nur irgendwie an 3 Tagen wirklich alle 4 Spiele gemacht, also ich habe nicht viel gespielt. Und wir öffnen jetzt einmal das TDW Leihspieler-Set. Das habe ich aus den Icon, aus der Icon Edition eben rausbekommen. Mal schauen, vielleicht ist es ja ein guter Inform aus dem aktuellen Team of the Week. Es ist ein Türke, es ist ein Torwart und das ist wahrscheinlich Demirel. Genau so ist es. 81er Rating geht komplett in Ordnung. Nehme ich jetzt einfach mal so mit, würde ich sagen. Ja Leute, schreibt mir auch bitte kurz Feedback rein, wie ihr das findet, wenn ich so an einen Trading-Tipp einfach mal noch so ja 4 schöne Packs ranhaue. Also die sind insgesamt 45 70k, 70k sind die insgesamt wert. Das ist auch nicht wirklich von schlechten Eltern. Deswegen, ja, wie würdet ihr das finden, wenn man da so bei jedem Video, oder nicht bei jedem Video, aber manchmal so an die Videos so ein paar Packs dranhängt, wenn ich da irgendwie gerade welche am Start habe. Schreibt mir dazu eure Meinung auch gerne mal, ja, in die Kommentare rein. So, 3 Packs haben wir noch. Wieder ein 15k-Set. Müller ist auf dem Pack. Mal schauen, wer sich im Pack befindet. Es ist kein Leinwandspieler. Schade, Marmelade. Es ist auch nur ein Non-Rare. Das ist natürlich alles andere als cool. Das ist McCarthy von Everton, die da ja jetzt endlich auch mal wieder gewonnen haben. Und wie man so mitbekommt. Und ja, da ein Spieler aus der Ligue 1, das ist natürlich nicht schlecht. Und der kostet, ja, da haben wir das verbunden. Ja, Trading und ja, Trading und Packs öffnen, der kostet einfach mal, kostet der echt so 2000 Münzen? Das ist ja krass, Alter. Der kostet echt 2000 Münzen. Easy. Einfach mal 2000 Münzen für so eine Silberkarte. Leute, das ist leichtes Trading. Das ist das leichteste Trading, was es gibt. Silberspieler irgendwie teuer verkaufen und so. Und ja, dann gehen wir rein ins nächste Pack, ins vorletzte Pack. Und zwar wieder noch in ein weiteres 15k-Set. Come on, so ein Leinwandspieler zum Abschluss, das würde ich schon mitnehmen. Es ist wieder keiner und deswegen müssen wir unsere Hoffnungen auf das 25k-Set später setzen. Ne? Komm, ohne lange zu schnacken, drücken wir einfach drauf. Griezmann ist auf dem Pack, wenn der drinnen ist als Inform, dann... Ach Gott, Alter, es ist nicht mal ein Leinwandspieler. Das ist schon dezent belastend. Es ist ein LF aus Argentinien. Es ist Ocampos mit einem 76er Rating. Ja, die Packs haben leider nicht genau das hergegeben, was ich mir vorgestellt habe. Es waren jetzt keine unfassbar schlechten Packs, denn man bekommt dann natürlich trotzdem ein paar Coins raus. Aber ja, richtig positiv waren die jetzt leider im Endeffekt auch nicht, muss man ganz ehrlich gestehen. Und ja, Freunde, das war es an sich jetzt auch schon mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich extrem freuen. Falls ihr neu seid, könnt ihr auch gerne Teil des Team Allstars werden und einfach mal ein Abo da lassen. Ne? In der Beschreibung sind auch einige Links, zum Beispiel zu MMOGA, zu Amazon. Da habe ich euch ein paar PSN-Cards und so verlinkt. Könnt ihr auch gerne mal abchecken. Vor allem bei MMOGA, da sind die teilweise auch echt ein bisschen vergünstigt. Also das lohnt sich dann auf jeden Fall auch. Und da war es das auch schon wieder von meiner Seite aus. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.